Wo kommst denn du her? Ja. Seit wann können die Türen aufmachen? Wir haben's voll. 103 Kugeln. Geil. Ich weiß nicht, was ich gedruckt habe. Einfach schnell rein, blub. Ich glaube, wir müssen die zwei, ne? I think they're gone. For now. Hey, you okay? I'm sorry. That's fine. What's going on? Are you hurt? It's nothing. Probably just a hangover. Maybe you should rest. Yeah. Okay. I'm gonna go look for Laura. I'll be back as soon as I can. James? I wanted to ask you. What if you can't find Mary? What will you do? I haven't really thought about that. Get back soon, okay? Bin wieder da. Du hast gesagt, ich soll bald zurückkommen. Hallo? Geht's dir gut? Sorry, I just need a moment. Wie lang ist der Moment? I'm just tired. So was Unhöfliches. Dreht sie dir einfach um, ha? Ich fass es nicht. Ich hasse Krankenhäuser. Hier können wir speichern. Sind Heiltränke, ne? Frage ist, wir werden jetzt sicher auf das Mal bekommen. Von den Nurses, oder? Komm, Klo, enttäusch mich nicht. Es wird. Aber Bettpfanne. Für Teufel.
4 Kugeln, wie nice. Oh. Wie vorhin war es doch noch hell. So lange waren wir nicht im Keller. Was jetzt in 5 oder 4? In 5. Now. Where is that girl? Ich würde auf das Mädchen. Sowas von scheißen. Oh no. Alter, die hält viel aus. Ich möchte eigentlich immer auf die Beine schießen, damit die torkeln und ich dann mit einem Eisenrohr darauf hauen kann. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist, in den Kopf für möglichst viel Damage oder mein Plan. Der Code wurde auf die Zahlen zurückgesetzt, die wir gestern im Aufenthaltszimmer der Ärzte besprochen haben. Wie gesagt, hört bitte auf, euch die Codes auf kleine Zettelchen zu schreiben. Bitte geht verantwortungsvoll damit um. Aufenthaltszimmer. Ist da die Schrotflinte drin? Bitte sag ja. Ist hier Darth Vader? Wo? Ich sehe es halt nicht. Oh. Liegen bleiben. Den würde ich auch noch mal vorsichtshalber mitnehmen, dass wir da so unbeschadet rausgekommen sind. Holy fuck. Hätte ich nicht geglaubt. Bin ich ja doch fast schon ein bisschen stolz auf uns. Ist hier noch mehr? Immer nur eine Kugel. Wenn ich nur treffen will. Da bekommen wir den nächsten. Ich hätte mich schon so gefreut.
dass wir vielleicht die 20 voll bekommen mit die Heiltränke. Alter, wir haben hier doch wieder 99 und die Muni geht jetzt auch zur Neige. Hier Drawings, ihre Bilder. Dübel. Sie hat Dübellöcher fotografiert. Ich bin jetzt nur wegen dem Bild reingekommen, oder wie? Oh no. Ich suche das Ärztezimmer. Das soll die Kombination sein für Ding. Oh. Für den Raum. Oh. Mal zwei Schrotkugeln. Welche fröhliche Abwechslung. Nur leider haben wir sie nicht. Frage. Gilt meine Regel, die Horrorregel, auch für Duschen? Ich will ja da nicht rein. Ah. In den Erste-Hilfe-Kasten ist nie was drin. Kein Wunder, dass hier alles zugrunde geht. Ich das. Alter! Kommst du vom Oktoberfest? Bleib leben. Ist gesünder. Für mich. Das gefällt mir gar nicht, dass unsere Muni so runtergeht. Oder was? Nö. Oh. Schrott. Munition. Abkürzung. Mach mal auf. Dankeschön. Wie der immer reinrauscht. Das heißt, der geht an, wenn da jemand um die Ecke steht. Er ist wieder voll aufs Maul bekommen. Hm.
Können wir speichern? Dann sollte es eigentlich safe sein, oder? Patientin 0130. Verlegt nach L1. Symptome stark und anhaltende Angst. Patientin darf nicht allein gelassen werden. Zur genauen Überwachung nach L1 verlegen. Oh fuck. Das ist wichtig. Derzeit die Therapie ist effektiv durchgestrichen. War es jetzt aktiv oder ist es aber effektiv oder ist abgehakt? Derzeit die Therapie fortsetzen. Nicht mehr. Ständige Überwachung. Bekommt man unmöglich auf, ne? Einmal auf den Boden geworfen, das wird, die Hand wird nicht kaputt. Das ist Apps wie, boah, keine Ahnung, Stahl. Wie ein 100 Meter breiter Stahlträger. Keine Objekte, Alter. Klatscht das Teil gegen die Wand und gut ist. Holla! Wie hört sich der Doktor an? Da würde ich Reise ausnehmen. Holy fuck! Safe Room ist bestimmt was, oder? Medizin? Munition? Alter, was ist denn das für ein Kack Safe Room? Und was ist das? Hat das ein eigenes Bordell? Oh fuck, das ist bestimmt dann wieder so ein Schieberätsel, ne? Schieberätsel, komische Hand, verschlossene Tür, voll die gruselige Stimme. Was war das für ein Krankenhaus? Okay. Das speichert ihr nochmal schnell. Und dann würde ich sagen, machen wir das nächste Mal weiter mit einem kleinen Ründchen Silent Hill 2 Remake. Und bis dahin macht es gut. Ciao.